So, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7. Ja, letztes Mal haben wir nicht hier aufgehört, sondern ganz vorne. Letztes Mal habe ich herumgeraged einfach über das Spiel, weil das Spiel mich richtig abgefuckt hat, einfach nur, Mann. Ich habe jetzt im Bosskampf ein bisschen ercheatet. Sekunde, da muss ich kurz was schreiben hier. Ja, jetzt waren wir ja hier abgeraged. Weil der Bosskampf ziemlich kacke war und deswegen habe ich ein bisschen ercheatet, ne? Hab so gemacht, dass ich tatsächlich öfters eine Ult einsetzen konnte. Ja, jetzt spielen wir wieder normal weiter, auf jeden Fall. Ja, ziemlich nervig einfach. Absolut nervig gewesen. Und tut mir auch furchtbar leid, dass ich letztes Mal so geraged habe, aber erstmal ernsthaft, ne? Auf sowas muss man erstmal kommen, als ja, was muss ich denn überhaupt machen jetzt? Muss ich springen oder so? Warte mal. Ich geh mal so. Wo ist Rufus? Er ist entkommen. Könnte Ärger heißen. Okay, wir sind Ares auf jeden Fall weiter dann. Ich gehe voran. Oh oh. Fuck, umzingelt. Wie? Wenn ich allein wäre, würde ich mir nichts draus machen, aber so habe ich einen Ruf zu verlieren. Leute, bitte, verschwindet, solange es noch geht. Sie sind nicht hinter dir her, sondern hinter mir. Ja, aber so weit kommt es nicht. Du bist wegen Marlene hier reingeraten. Jetzt ist es an mir, auf dich aufzupassen. Okay, Schluss mit dem Affenzirkus, ihr Spinner. Danke, Mr. Barrett. Was heißt hier Mr. Barrett? Das klingt nicht richtig. Also, wenn die Unterhaltung jetzt beendet ist, dürfte ich vorschlagen, zu überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Oh, natürlich. Du bist ja die Kälte in Person. Genau wie jemand anderes hier, den ich kenne. Hast du was gesagt? Aber nein, also was machen wir? Barrett. Oh, sorry. Barrett! Tifa, wo ist Cloud? Alle hierher. Hä? Was ist los? Wo ist Cloud? Der kommt noch. Los, schnell. Macht schon. Oh. Was ist das denn für ein Ding, ey? Und vom Rad Cloud bin ich schon das Motorrad her. Jawolle! Sag bloß, die beiden zum Dach abhauen. Oh, oder so? Jetzt geht's los, oder was? Steuere das Motorrad, den Richtungstasten und rette deine Freunde im Lastwagen vor Shinras Verfolgungstrupp. Viereck links angreifen, rechts angreifen, X gruppieren, Menü und Spiel starten. Okay. Wow! Okay, das macht wieder ein bisschen. Oh oh. Habe ich gerade Dings angegriffen, meine Teamkameraden? Hallo! So, geht doch. Okay, das ist zwar ein bisschen extremreich, ne, aber ein bisschen auch anstrengend. Ach, zwei Hits muss ich immer machen, alles klar.
Okay, wir halten die auch nicht mehr aus. Aber wir erinnern uns ein bisschen an Kingdom Hearts auch mit der einen Mission mit dem Jet da. So. Oh fuck. Hab ich geschafft? Cloud, was machst du denn? Lol, Barry zerfleischt. Lol, mit allem mit einem Schlag gekillt. Was ist das denn? Oh, ein Boss kommt. Ah, scheint so. Ja, Bosskampf, alles klar. Oh, zumindest haben alle ein Limit, ja. Woran liegt das? Angriff von hinten? Hä? What the fuck? Armangriff. Mutattacke. Ach, da machst du nur. Oh, Alter, das ist eigentlich schon nice. Oh, kritischer Treffer, nice. Ja, natürlich habe ich jetzt alle meine Dinger verteilt auf hier Barrett und so weiter sofort, ne? Dinger haben Cloud und Tifa nichts. Was macht der? Achso, ich dachte schon, der fährt über uns drüber oder so. Ah, dann wären wir wahrscheinlich sogar Matsch geworden. Instant Kill, ja, alle tot. So. Eigentlich würde ich mal meine Analyse machen, ne, um zu gucken, wie viel Leben der noch hat. Mach ich einfach jetzt mit Barrett gleich. Man kann mich zumindest darauf einstimmen, wie ich weiter spiele. Motor Level 19. Oh, 1000 schwach gegenüber Gewitter. Ja, natürlich habe ich Gewitter nicht dran. Eris hat Gewitter. Voll in das Feuer. Fuck, Alter! Nee, du musst uns leider heilen, Barrett, sonst sind wir alle tot. So. Ja, ich muss nochmal upgrade ein, oder was? Hier. Ja, sorry, aber Cloud braucht den Elixier. So. Geheilt. Ich krieg immer noch mein Elixier wieder. Ah, das muss jetzt sein, sonst wäre ich wahrscheinlich verreckt. So. Hey, ich hab einen Yeah gemacht. Das erste Mal, glaube ich, ne? Und jetzt? Jawoll, ey. Ah, okay, hier ist ein kritischer Treffer. Also, definitiv kritischer Treffer. Alles ist stehen geblieben für seinen Doppelbrenner oder was? Weil diese Dinger sind gefährlich bei ihm. Ah, er ist glaube ich eine Verteidigungsposition, kann es sein. Er kriegt weniger Schaden irgendwie, hab ich das Gefühl. Nice, Barrett. Da. Schauen. Ah, ist wieder eine normale Haltung. Hahaha. Tja, würde man sagen, doof gelaufen, ne? Gleich bist du. Okay, na, meint. Oh mein Gott.
Er macht so viel Angst. Doppelbrenner. Ja, komm schon, Jungs, greift jetzt an. Das zieht weiter auch. Jawohl, Crit. So. Ah. Der Schaden. Jawohl, und weg ist er. So. Sternomelette. Oh, end of the line. Was machen wir jetzt? Sephiroth lebt. Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Und das wird den Planeten retten? Wahrscheinlich. Ich gehe mit. Oh, Aeris braucht erstmal 1000 Jahre, bis sie da ankommen. Ich auch. Ich muss noch einiges erfahren. Über das alte Volk? Über viele Dinge. Das war's dann wohl, Midgar. Oh. Was ist denn mit Marlene? Ach, das stimmt, die ist ja bei der Mom von Aeris, also in Anführungszeichen Mom. Das ist wohl der Beginn unserer Reise. Magst du Reisen nicht? Es wird gefährlich. Aber es muss gut gehen, wenn du dein Versprechen hältst. Ich kehre in meine Heimatstadt zurück. Bis dahin folge ich euch. Weißt du was? Das ist das erste Mal, dass ich Midgar verlasse. Wirklich? Hast du Angst? Ein bisschen, nein. Große Angst. Aber ich habe ja meinen Leibwächter. Sagt Barrett noch? Ja, Aeris. Sie wird jetzt Aeris so geschrieben worden, wie wurde doch mit einem S geschrieben, oder? Mutter gesagt, sie soll. Achso, Aeris Mutter gesagt, lol. Sie soll einen ruhigen Ort suchen. Marlene wird auch gut gehen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Sie sagte, sie wollte nicht mehr in Midgar bleiben. Vielleicht ist es auch das Beste. Wahrscheinlich wieder hier rein. Okay, ich darf in Sektor 7 nicht mehr rein. So. Also, gehen wir. Wir brauchen einen Anführer. Das kann natürlich nur ich sein. Wie Barrett ausrastet. Meinst du? Cloud soll es tun. Okay, lauf nach Nordosten zu einer Stadt namens Kalm Cloud. Wenn etwas passiert, treffen wir uns dort. Außerdem können wir nicht zu fünft durch die Felder spazieren. Zu gefährlich. Teil uns in zwei Gruppen auf. Da komme ich in meine wunderbaren weiblichen Mitmenschen hier mit, ne? So. Hast du gedacht, dass du das tun würdest? Bist kalm also. Oh, wolltest du mit den Frauen unterwegs sein? Aber, Moment mal. Also, Aeris hat einzige der Materie. Fuck! Moment, oder? Fuck, Barrett hat all die Materien. Oh Gott. Na gut, dann muss ich halt so jetzt bestehen. Zumindest halt speichern auf der Weltkarte. Auf der Weltkarte kannst du jederzeit das Menü öffnen und Speicher wählen, um das Spiel zu speichern. Ja. Ah, da bringt schon der Kampf. Ja, was soll man sagen, ne? Hinterhalt, ah, super. Aeris muss auf jeden Fall leveln, ne? Sie hat auf jeden Fall mehrere Level verpasst. Oh mein Gott, das ist zu gut, ey.
Was ist ein Göttersiegel? Boah! Göttersiegel. Was? 4 Slots wurde gestohlen? Die Ninja Turtles haben meinen Slots gestohlen. Das nehme ich natürlich wieder, ne, Jungs? Ihr denkt auch über zwei. Hm? Keine Sorge, ich krieg mein Dings wieder. Meinen 4 Slots, scheiße. So, her damit. Dankeschön, ey. What the fuck, einfach. Ich klau die 4 Slots, Mama. Warte mal, wo bin ich denn überhaupt? Warte, er meinte Nordwesten, ne? Ich folge einfach den Weg hier. Oh, hier ist nichts. Ja, super. Vielleicht wird jetzt sofort ein Kampf kommen wieder. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube einfach, Nordwesten ist jetzt einfach nur. Ach nee, warte mal, Nordwesten. Oder Nordosten. Ah, verdammte! Warte, was ist das für ein Monster? Eigentlich hat sich schon mit Eris zaubern, ne? Weil. Ich habe sie jetzt extra Blitz und so weiter ausgerüstet. Auch falsch. Mutattacke. So, fertig mit dem. Aber so jetzt mal. Mal gucken, vielleicht laufe ich ja hier richtig. Oh. Wölfe. Die machen ja auch kaum Schaden, ne? Ah, verdammt, ich habe schon wieder vergessen, dass ich mit Ares zaubern sollte. Lol, okay, brauchst du nicht, die sind ja eh bald gleich tot. Körperschlag! Boah, aber auf jeden Fall für Cloud ein neues Schwert. Yum, 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 yum. Yummy, yummy. So. Wunderschön, Ufer und Flüsse. Mit. Okay, ich glaube, diese Punkte sind Dörfer. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal zu dem hier. Mal schauen, wo ich hier lande, einfach mal. Oh, okay. Ach du Kacke, was sind das denn für Viecher? Ich glaube, ich sollte mit Eris mich gleich mal heilen. Oh mein Gott, Eris squirtet. Also zumindest sah das so aus. Oh, die Dinger halten viel aus, ne? Flammkuss. Ey, hör auf, die ganze Eris da. Ach du Scheiße, schon wieder. Ah Gott, ey. LOL. Jetzt squirtet einfach tiefer. Ah ne, Cloud. LOL. Ich glaube, Cloud hat das Clown-DJ ein bisschen zu ernst genommen. Es ist okay, Cloud. Du kannst deine Fassade wegnehmen. Tiefer, Limit. Ich hab's da langsam drauf, glaube ich. Jawohl, bei mir wirklich was. Jawohl! So. Dusche. Ernsthaft eine die Attacke Dusche.
Seit wann löst eine Dusche bei jemandem Trauer aus? So. Ach, Tifa. Geile Olle, du. Gut, weiter geht's hier. Ah. Hui! Chocobos! Walk! Walk, walk, walk! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Walk, walk, ja. Also walk, einfach so walk, walk. Hey, ein Applaus. Wack. Materia Chocobo gehalten. Materia Chocobo gehalten. Eine Beschwörung, oder? Ja, eine Beschwörung. Aha, ich kann Chocobos beschwören. Chocobo, willst du den Sumpf durchqueren? Ja. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Chocobo holst. Dann kannst du mit dem Chocobo durch den Slum flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht vom Midgar-Solom angegriffen zu werden. Was ist denn Midgar-Solom? Midgar-Solom? Ein mehr als 10 Meter großes Schlangenwesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann, zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kommt er von der Chocobo Bill und Choco Billy Chocobo. Ach du Scheiße, einen Chocobo. Wenn du mir einen Chocobo kaufen willst, sprich mit deinem Enkel, der ist drüben im Chocobo Stall ganz rechts auf der Farm. Bevor ich das tue, erstmal, darf ich. Suchst du ein Gasthaus? Kein Bedarf. Dann wärst du wohl alles. Vielleicht kann ich aber dich hier plündern oder so. Da war übrigens noch jemand, der in Richtung Sümpfe marschiert ist. Und Chocobo hat ihn wahrscheinlich der Midgar-Solom geschnappt. Es war ein Mann in einem Schwarz. Sephiroth. So. Wunderbar, aber. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Wunderschöner Ort. Wunderschöner Ort. Darf ich eigentlich hier speichern? Ne, auf der Weltkarte darf ich wahrscheinlich schon speichern. Oder gibt es hier einen Speicherpunkt, den ich verpasst habe? Der ist hier im Stall. Ich glaube nicht. Dann gehe ich auf jeden Fall später auf die Weltkarte. Also, ich will mal sagen, wir holen uns nächstes Mal einen Chocobo. Letzte Folge war auch extrem lang, aufgrund der Tatsache, dass ich versagt habe. Also, wirklich versagt habe und das nicht einfach so sage. Ja, deswegen holen wir uns nächstes Mal einen Chocobo und gehen dann Richtung Sümpfe. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 7. Haut rein. Ciao, ciao.